Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute müssen wir einmal die Forschungsbasis retten, wollen einen Beacon dort setzen und ihren Namen verpassen. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie wir die nennen sollen. Ich habe schon ein paar Namensvorschläge gehabt nach Forschern, Copernicus und sowas. Aber mal gucken, wie wir sie nennen werden. Ich weiß es noch nicht, könnte ja auch noch geändert werden. Vielleicht zuerst ein spontaner Name. Als allererstes müssen wir uns einen neuen Schrank bauen. Die beiden sind alle voll. Wir haben hier ein bisschen übertrieben mit Zeugs. Machen wir erstmal so, das sind nur Ersatzschränke, später wird alles in Untersand gelagert. Das ist natürlich viel besser, damit wir auch mehr Platz haben. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Beacon. Ein Beacon, der ist schön und kostet nur noch ein Kupferdraht. Das müssten wir eigentlich herstellen dürfen. Dafür brauchen wir noch ein Kupfer. Oh, bitte, da. Ein Kupfer ist noch da. Noch alles sehr unorganisiert. Aber es wird immer besser, wenn wir tatsächlich unsere Produkte aus Untersand beziehen und dann mal auf Loot-Tour gehen und sowas alles. Das könnte ganz spannend werden. So, ein Beacon. Fump. Da ist er. Stolze Besitzer eines Beacons oder Signalboje. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Das. Was brauchen wir? Wir brauchen Titanium und wir brauchen Lithium in unsere Basis. Lithium hatten wir hier. Ich will zweimal verstärken. Kein Problem. Da unten haben wir nochmal ein großes Water. Das will ich auch direkt mal trinken. Kupfer. Ja, wir müssen unbedingt eine UF räumen. Ganz wichtig, aber das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Unser Post haben wir ja auch. Ha, gut. Bin ganz glücklich. Auf zur Motte. So. Atomkraft, ihr seht da oben 505. Oh, das geht ja wie nix ab gerade. Wir haben es einmal vollgepackt. Und dann geht's zur Hitzesignatur. Gestern hatten wir da zwei Hitzesignaturen, ich weiß nicht wieso. Das wollte mich veräppeln. Obwohl wir haben zwei Hitzesignaturen tatsächlich equipped. Ich weiß nicht warum. Sind vielleicht doch drei? Zwei? Eigentlich so unweit, ne? Blumenkästen wären noch was Feines. Vielleicht können wir ja in der Forschungsbasis tatsächlich ein Blumenkästchen basteln. Dann nehme ich mal ein paar Dinger mit hier. Falls wir die mal da benötigen, wäre es natürlich eine schöne Sache, die da auch zu haben. Und zwei davon sind ja auch Samen, die man pflanzen kann. Kultivieren wir einfach um. So, Fischis wollen wir auch schon im Aquarium haben. Seltene nicht. Ja, wir erstmal die ganz normalen, die hier so rumeiern, die wir schon kennen. Immer ein paar, was jetzt sehr schwer wird, weil wir die Tasche voll haben. Also machen wir jetzt die Fische doch später. Wie gesagt, von allen möchte ich gerne einen haben. Ihr müsst mit aufpassen, ne, dass ihr mir auch schreiben könnt, welchen ich vergessen habe. Falls ich glaube, ich habe dann alle. Es ist ein wunderschönes Biom hier, muss ich sagen. Ah, Fischi. Ach, ich wollte ihn jetzt fangen, aber Blödsinn. Da sehen wir die kaputte Basis. Wir können ja von außen verstärken. Ist natürlich ein bisschen riskant wegen dem Fisch, deswegen gehe ich rein. Ihn hier. Den Wühlfisch. Ich nehme im Anschluss der letzten Folge automatisch super, super mit auf. Super. Ich nehme auf direkt im Anschluss, weil ich muss so arbeiten heute, wo ihr das guckt. Und ja, da konnte ich jetzt nicht. Ist jetzt komplett kaputt gegangen. Naja, noch derselbe Kaffee wie gestern. Ih, der ist schon den ganzen Tag alt. Nein, Quatsch. So. Rein in die Basis. Hohohohoho. Wo können wir denn jetzt die Verstärkung reinbasteln? Wir wollen ja eigentlich nur Glasscheiben haben. Doch, die ist ja mega im Arsch, ne? Verstärkung. Wo bist du? Da. So, eine langt mir tatsächlich erstmal. Leperlilen. Immer dieselben Fehler, die ich mache hier mit den kaputt gehen. Ah, so sieht es also von innen aus Basis. Boah, ist aber echt im Arsch, wa? Hull integrity restored. Draining systems initiated. Fängt schon wieder an, wie sie gestern angefangen hat, die Folge mit reparieren. Aber wir passen jetzt ein bisschen besser auf. Damit das nicht jetzt ständig passiert. Gut, dass sie nicht dauerhaft kaputt geht. Hull integrity restored. Training systems initiated. Luft ist 81, okay, läuft noch. Gut, dass wir noch genug Energie hatten.
in unser Moped. Fupp. Wie viel Glas dürfen wir machen? Wir brauchen ja 4 für ein zweites Aquarium. Ich bin gerade überlegen, ob ich das vielleicht noch wagen sollte. Und dann müssen wir natürlich noch ein Dach draufsetzen. Ein Room. Oh, nicht beißen, nicht beißen. Wir haben aber ja 62 Energie. Von alleine. Geheilt. Ich glaube, maximal gehen 3. 3 Aquarien übereinander. Ich bin so... Ja, wir wollen sehr viele Fische haben. Also machen wir das auch. Sieht aus wie so ein Wassersmoker. Das Ding. Ich habe so einen im Garten, deswegen. Boah. Seltsame Skulptur. Das Ganze braucht jetzt auch mal jenen Eingang, damit wir hoch können. Später natürlich nicht, dann können wir da einfach hoch schwimmen. Aber da können wir schon reinlinsen hier, seht ihr? Sehr cool. Dann haben wir jetzt noch 4x Titan und ein Lithium und ich mache noch eine Verstärkung rein. Weil ich jetzt schon wieder viel zu viel gebaut habe auf einmal. Aber es hat nicht ganz so gestört, Gott sei Dank. 11. Super. Haben wir hier Verstärkung, da können wir nochmal 3x Scheibe reinmachen. Dann sieht das Ganze hier auch schick aus. So, Basis wieder heile. Ziel erfüllt. Machen wir mal die Schotte dicht. Und einmal im Ausguck. Das ist das, was ich gerade begehre. Und jetzt können wir uns die Taschen eigentlich schon fast mit Fischis vollstopfen, wenn wir diesen Blumenkasten gebaut haben, von dem ich auch noch träumte. Nein! Was machst du denn, doof Mann? Da ist die Zitzigatur wieder. Da unten. Ist ja fast mal interessant hinzufahren, ne? Was wir denn da wieder basteln könnten. So, schnell, schnell rein. Ich hab's ja geahnt. Wenn wir den irgendwie einsperren könnten, wäre schön. Aber irgendwann haben wir unser Stasengewehr. Dann werde ich den mit dem Messer erstmal ordentlich... Ach ja, Signalboje. Erstmal ordentlich bearbeiten. So, Blumenkästen. Blumenregal, Blumenkasten. Blumentopf, Anbaukasten. Das ist, glaube ich, der von innen. Ne, das ist der von außen. Hier direkt vom Eingang. Bestimmt lustig aus, oder? Da. Rein, rein. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ach, die sind verfault. Dann dürfen wir sie nicht mehr nutzen. Wahrscheinlich. Ich hoffe, ich will das nicht optisch stören. Wo ist meine Motte? Wir brauchen noch ein bisschen Titanium, das kriegen wir so hin. Glück ist mit dem Doofen, dann kann ich ja eigentlich jetzt nur das Spiel durchspielen, so gut dann. Quatsch. Oh. Uran. Lieber ein bisschen Licht, damit das für euch auch ein bisschen interessanter ist. Ich sehe genug, ich weiß nicht, wie das im Video am Ende aussieht. Oh. Also mit einem Biss kriegt er uns nicht mehr tot, das ist schon mal gut. Oh, die Luft ist gerade ganz kacke. Aber ich würde noch verdammt gerne ein... tatsächlich ein Aquarium basteln. Und dann haben wir auch unsere ersten Opferfische sozusagen, die wir da reinschmeißen können. Und lass ihn schnell ab, Gott sei Dank. Oh, aber das ist schon der nächste. Puh, langsam gehen die mir auf den Keks. Da hat man eigentlich nur noch Bock, ein Stasengewehr zu bauen. Okay, komm, wir holen schon mal die Fische hier. Damit das auch einen Sinn macht, unser Aquarium. Immer 2 von jeder Art. Oh Gott. Ich sehe im Schatten. Ich sehe den Schatten. Boah, wie krass. So, 2 Bumerangs. Ich bleib einfach in Bewegung. Kann nichts passieren dann.
Sphageri. Also einen habe ich jetzt. Na. Ach, ich bin da voll oder was? Nee. Nur nicht erwischt. Noch ein Geri, noch ein Geri, noch ein Geri. Mal schauen, ob die dann schon Eier legen. Da ist noch ein Geri. Also haben wir uns eine sehr feindliche Ecke ausgesucht. Matsch. Nein. Also das sollte doch immer näher am Eingang stehen. Ist vielleicht doch ein bisschen intelligenter. Intelligenter, mein Gott. Zwar intelligent nicht aussprechen zu können, zeugt schon von Nicht-Intelligenz. Und Aquarium. Hinterm Schott. Das ist mal klarkommen, wenn man 15 Basen baut hier. So, jetzt nur nicht essen. Die ersten Bewohner sind untergebracht. Wir können auch hier pflanzen, aber wir haben natürlich jetzt keine. Das ist alles wegen dem Licht noch ein bisschen komisch. Hier sind jetzt schwarze Fische oder afroamerikanische Fische. Cool. So, dürften wir denn jetzt noch... Wir haben gar keinen Titan mehr, ne? Auch warum habe ich denn nie Titan? Ich brauche ja nur ein einziges fürs Aquarium und der Rest ist ja Glas. Und ich brauche für den Constructor... Ja, dann können wir nur oben noch einmal eins abbauen. Haben wir eh ein bisschen wild schnell gemacht. Oh, was ist denn immer derselbe? Immer derselbe, ne? Der greift uns immer wieder an. Sechsmal Titan gibt's zurück. Es wird dennoch wieder eine dritte Etage draufgebaut, sobald wir das mit dem Titan im Griff haben. So, ganz schnell. Können wir an- und abbauen, Gott sei Dank. Wir brauchen viermal Glas. Eins. Zwei. Wir brauchen fünfmal Glas. Drei. Vier. Ach gut, fünf. Ja, wir müssen ja eine Luke bauen erstmal. So, gerade so einen Schauer beim Rücken bekommen. Wahrscheinlich von den ganzen Rumgeschreie hier. Ist noch ein bisschen doof. Man kommt da nicht anders ran. Oder rein. Um das nächste Aquarium zu errichten. Haben wir denn noch genug Zeugs jetzt? Ja, Baby. Entschuldigung. So, jetzt ist es schon doppelstöckig. Seid ihr denn auch schon so schlau und kommt hoch? Ja, der Geri ist am Neugierigsten und kommt erstmal rein. Und danach der Diskus. Sehr schön. So. Wir haben jetzt wieder mal nix in der Tasche, um was zu bauen. Lass noch unsere Boje gleich los. Auch ein bisschen gefährlich. Nicht aufnehmen. Aufschreiben. Okay, in Basisname. Basisname. Forschungs... Wie lustig die rumzappelt, ne? Mir fällt einfach nichts ein. Mir fällt nichts ein. Verflucht. Habt ihr vielleicht coole Ideen? So was wie Untersand oder so? Hier wächst fleißig Zeug. Sehr schön. Haben wir noch was zu scannen hier vielleicht? Scannen was. Oh, geht's denn hier hin? Oh! Unter der Basis direkt. Ein sehr interessanter Hohlraum, den es noch zu erforschen gilt. Und das müssen wir wieder abbauen. Wir wollen da nicht rein in den Raum, tatsächlich nicht. Zwupp. Aua. Kopf gestoßen. Ein Glas. Ich bin gerade am überlegen. Wir müssen noch ein paar Fischis fangen, auf jeden Fall. Kika gehören hier natürlich auch rein. En masse. Also zwei Stück. Das sind natürlich unendlich viele. Dann würde ich gerne auch noch einen so einen Ausguck da auf der anderen Seite bauen, damit das ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Einfach nur für die Optik. Das
Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Wir brauchen nur zwei Pilscherzähne. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Wir begeben uns doch schon mal auf den Welcome Weg. Aboard, Captain. Gucken, ob wir da ein paar Fischis finden unterwegs. Ein paar Fremde, ein paar neue, die wir noch nicht haben. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich alle zusammenkriegen. Ich bin echt neugierig. So, Ex. Augenfische müssen uns auf dem Weg auch begegnen. Da sehe ich, glaube ich, schon einen im Augenwinkel. Ja, da sind sie. Blasenfische. Boah. Wollen wir natürlich auch haben. Immer zwei, alleine damit er nicht alleine ist und damit wir gucken können, falls da wirklich einer mal mehr kommt durch Paarung, dann wissen wir, welche Fische sich hier paaren. Oder Kreuzung wäre natürlich auch cool. Boah, cool, den kennen wir auch noch nicht. Also den kennen wir schon, aber den haben wir noch nicht. Mann, ist das hier gefährlich, ey. Leuchti. Noch so ein Leuchti-Schreifenfisch. Gefährliche Höhle da unten. Hast du ganz alleine hier, oder was? Hast du sie verschwommen? Man geht in der Luft so schnell weg. Die darf man nicht berühren. Die machen uns ganz feste Aua. Noch so ein hier. Die sind normalerweise immer mehrfach da. Da ist er. Die Luft passt noch. Zwei darf... Ja, boah, gerade erwischt. Da haben wir wieder einen Haufen neuer Fische, ey. Unglaublich. Was sagt das Inventar? 30 seconds of oxygen remaining. Wäre cool, wenn die sich paaren würden, weil wir das dann ja auch essen können. So, haben wir dann einen unendlichen Fischvorrat. Von frischem Fisch. So, jetzt will ich nur zwei Kieker haben. Fürs Aquarium. Leider lassen sich nicht alle Fische fangen. Ein Schwarm zum Beispiel, den kann man nicht fangen. Den darf man auch nicht fangen. Den kann man zwar töten, aber nicht fangen. Oh, Metallschrott. Und wir haben immer noch nicht geschafft, die Motte zu pimpen. Ein erweiterter Kabelsatz und, was brauchen wir noch für die... Ja, ein bisschen Titanium war das eigentlich, ne? Sollten wir das eigentlich mal versuchen jetzt. Dann machen wir uns die Jagd auf zwei Kika, werfen die im Aquarium und dann war's das schon wieder. Zeit ist Geld, Leute. Zeit ist Geld. Nein, Quatsch. Wir können leider nicht so lange Videos machen, weil die dann der Akku lange dauert. Die werden dann zu gigantisch. Titan müsste eigentlich passen. So, ein Kofferraum. Kofferraum. Andere Seite. Wups. Und dann ein erweiterter Kabelsatz, der braucht... Wasser gefallen. Der bräuchte. Habe ich noch was hier? Ich muss mal kurz gucken. Gold ist auf jeden Fall genug da und ein Silber. Okay, ich glaube auch, wir brauchen zwei Silber für den erweiterten Kabelsatz. Zweimal Gold und Computerchip. Verdammt. Aber voll einfach. Der Computerchip ist ja wirklich nicht schwer herzustellen. Silbererz, Tischkorallenprobe. Einfach. Haben wir alles. Außerdem, das ist diese doofe Tischkoralle. Die ja hier wie Sand gibt. Also massenweise. Wo ich jetzt sage, ist weg. Gibt es wahrscheinlich keine mehr. Fischkoralle, wo bist du? Ah. Augen auf beim Fischkorallenkauf. Wollte ich gar nicht. Ich drücke immer auf den Falschen. Immer. Und sack irgendwie mehr ein. Rein. Das speichert immer das Inventar. Das, welchen war ich denn jetzt? Hier, ein Silber hatten wir noch parat. Computerchip. Ich weiß nicht, ich hoffe, das war richtig mit dem erweiterten Kabelsatz. Ich habe das jetzt einfach mal so in Erinnerung behalten von der letzten Folge. Verwursten wir ein Gold und ja, dann haben wir den erweiterten Kabelsatz.
der ziemlich cool aussieht beim Crafting. So eine Box, die man sich im Baumarkt kaufen würde. Okay, das ist so nah, das sieht auch cool aus auf jeden Fall. Oder Umkreisverteidigung. Die ist ganz cool, muss ich sagen. Da können wir uns mal beißen lassen von so einem Reaperfisch. Pimp my Motte. Bam. Kleiner Kofferraum, der hat, bietet nicht wirklich viel Platz. Wo ist er eigentlich hin? Auf der anderen Seite, ne? Da oben. Da versteckt er sich. Bietet Platz für viermal Metallschrott zum Beispiel. Also nicht wirklich viel. Dann können wir jetzt die Fischis eigentlich auch rein. Ja, Quatsch, lassen wir sie mal da. Das bisschen Titanium. Okay. Wumm. Fischis suchen ein neues Zuhause. Und ich wollte noch Kika. Kika, genau. Zwei Kika. Das wird ein bisschen schwieriger. Die sind nämlich wieselflink, die Viecher. Da hinten. Raus. Wir pirschen uns an. Da. Oh, echt wieselflink. Hat. Ja, erwischt. Super. Noch ein Kickerchen. Ah, ein Diskus haben wir schon. Ich muss mir eine Liste machen, am besten. Welche ich schon habe. Ja, ich habe einen gesehen. Schöne Augen haben sie auf jeden Fall. Boah, der war aber jetzt lahm. Bestimmt ein älterer Kicker. Was machst du hier? Davon. Schmeiße ich einfach mal um. So, Metall. Nehmen wir gerne mit. Haben wir irgendwie gerade Titanmangel. Sonst habe ich immer so viel Titan. Jetzt habe ich irgendwie gar nichts. Viel zu wenig. Das dürfen wir auch nutzen hier. Verbrauchen wir nicht unseren ganzen Platz nur für Titanschrott. Wo ist eigentlich unser Umfeld? Verteidigung 3. Hallo. Jetzt steht da gar nicht drauf. Boah, der Sound ist so Hammer von dem Ding. Boah. Extreme. So, jetzt will ich nur ein paar Ranken pflanzen, sehr gerne. Da müssen wir uns echt beeilen, weil die verwesen so unglaublich schnell. Und ohne Umwege direkt zur Basis. 1, 2, 3, 4. Die gehören auch ins Aquarium rein. Da können wir sie auch pflanzen, damit die Fische ein bisschen Pflanzen haben. Wir denken einfach nur so, als ob die da Spaß dran hätten. Wenn wir den da Pflänzchen reinpacken. Geri, haben wir schon. Und dann testen wir mal, ob man das mit dem Scanner von außen des Aquariums ausscannen kann, das ganze Fischzeug. Glaube ich aber nicht. So, ohne Umwege. Ich brauche zwar Titanium. Ohne Umwege. Ohne Umwege. Ich wollte jetzt schon wieder hin. B2 heißt jetzt die Basis. Ja, wir müssen uns das echt überlegen. Seid kreativ. Schneller. Motte, gib alles. Müssen die auch mal wieder reparieren. 65 HP hat sie nur noch. Das arme Mädchen. Boah. Jetzt, wo sie nicht vollgelaufen ist, erkennt man auch gar nichts von ihr. Guck mal, so eine Felsgemüse. Schneller, es verwest. Ach genau, wir wollten nur noch einen. Ah. Ja, das mit dem emaillierten Glas machen wir mal so zwischenzeitlich. Wir wechseln aber rasant schnell. Welcome aboard, Captain. Verwesend. Aber klappt trotzdem. Schon gleich überbevölkert. Guck mal, genau richtig viele geholt. Perfekt. Wow, ist das schön. Hui. Ich habe Hunger und Durst. Aber macht euch keine Sorgen. Euch esse ich nicht. Ist eigentlich ein Blödsinn, dass wir da oben gar nicht reingehen können, ne? Da können wir von oben gar nicht gucken gehen. Können wir nur tauchen.
Okay, was wollte ich noch machen? Ich habe schon wieder alles vergessen, was ich mir vorstelle, weil die Fische so schön sind. Aber wir haben eh keinen Platz mehr. Können wir tatsächlich doch mal einen Konstruktor reinpacken. Und die dritte Etage noch bauen. Dann soll es das für heute gewesen sein. So. Schau auf den Lüftungsgitter. Ja, die stören, die müssen weg. Caution. Dehydration detected. Ich weiß. Kofferraum leer machen. So, dann machen wir noch die dritte Etage. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Eingang da, ne? Quatsch, ein Glas. Ja, tatsächlich. Wir haben ihn ja abgebaut wieder. Stimmt. Ach, Quatsch. Verlaufen. In meiner gigantischen Basis. Zwupp. Was hell. Schon mal den Eingang reinkloppen. Der kann eigentlich dann auch hier oben bleiben, ne? Das sieht ja jetzt nicht so kacke aus. Und ein Aquarium, dafür fehlt es natürlich noch, ne? Ein Titan und vier Glas. Haben wir aber schnell zusammen. Okay, dann haben wir dreistöckiges Aquarium. Wir dürfen auch drauf laufen. Ein toter Raum. Eigentlich zu schade, um den einfach nur leer zu lassen. Aber ihr seht, das werden eine Menge Fische reinpassen. Und dafür brauchen wir dann auch definitiv ein drittes Stockwerk als Aquarium. Wenn man dann noch höher baut, dann fängt ein neues dreistöckiges an. Also man muss das immer, ich glaube immer nur drei gehen. Können wir mal austesten eventuell. Aber das werden wir dann sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Subnautica. Bis dann.